Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbsterprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crashtest-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Mittlerweile sind wir wieder in Berlin, nachdem wir letzte Woche in Lissabon richtig, richtig viele Termine und Treffen abgerissen haben. Und wir waren im Namen der nächsten DNX Global, der internationalen englischsprachigen DNX, unterwegs. Im Sommer 2017 oder sagen wir eher so Spätsommer, ich glaube so, es wird so auf September, Ende August, Anfang, Mitte September hinauslaufen, machen wir dort unser nächstes großes, fettes International Event und haben überlegt, beziehungsweise uns ist eingefallen, dass wir ja, nachdem wir jetzt hier in Berlin sind, als nächsten Stopp Brasilien haben und dann wahrscheinlich ein halbes Jahr oder noch länger, 8-9 Monate in Südamerika unterwegs sind und erst im Mai wieder zur deutschen DNX zurückkommen. Und das wäre ein bisschen knapp geworden für eine Event-Location fürs Main-Event, weil es ist gar nicht mal so einfach, Locations für 300, 400, 500, 600 Leute zu finden. Das sieht von außen immer ziemlich easy aus. Wir werden es organisieren, sieht auch immer noch sehr viel Spaß aus. Aber es ist halt auch viel Arbeit und viel Orga und man muss ziemlich früh anfangen. Und deshalb haben wir uns entschieden, dann von Lemnos aus nicht direkt nach Berlin zu gehen, sondern erst nach Lissabon. Und das Coole war, dass wir in Lissabon schon so ein kleines Netzwerk aufgebaut haben, dadurch, dass wir schon letztes Jahr dort gewesen sind. Und letztes Jahr haben wir im Surf Office von Peter Faber dort ein DNX-Camp gemacht. Und Surf Office ist eines der ersten Co-Living- und Co-Working-Projekte, die es überhaupt gegeben hat. Und 2014 sind wir das erste Mal im Surf Office auf Gran Canaria gewesen, haben uns da mit dem Peter Faber, dem Founder, angefreundet. Das erste Mal so das Co-Living live mitgekriegt. Wir hatten ein Shared Apartment mit einem tschechischen System-Admin geteilt und konnten unser eigenes Essen kochen. Wir konnten arbeiten im richtig coolen Coworking-Space mit schnellem Internet. Wir konnten surfen gehen. Abends gab es Community-Events. Also es war eine rundum gelungene Sache und das hat mir dann spätestens da irgendwie so, habe ich so das Gefühl gehabt, dass es so der Anfang von was richtig, richtig Großen und Fetten, was hier gerade passiert mit den ersten auch Global Co-Living-Projekten. Mittlerweile gibt es ja noch viel mehr, zum Beispiel das Sundays in Tagazut oder das Cowork-In in Dahab, wo wir das nächste DNX-Camp in Ägypten machen, oder Outside in Kalifornien ist ein Co-Living-Projekt, oder Rome auf Bali, Madrid und Miami sind die mittlerweile. Da waren wir auch schon auf Bali am Start. Also es wird immer mehr, es ist nicht mehr aufzuhalten. Es ist richtig geil, was da passiert. Und dadurch, dass wir dann letztes Jahr schon Lissabon waren, haben wir quasi da schon ein kleines Netzwerk gehabt, haben unsere Leute gehabt, wie zum Beispiel den Peter, der uns ein paar Intros gemacht hat zu Leuten, die zu unserer Szene passen. Dann der Founder von Rome, der Dane, der hat mir auch ein paar richtig coole Business-Intros gemacht zu spannenden Leuten, Event-Locations oder anderen Locations. Und ja, viele haben gefragt so, kannst du nicht mal eine Folge darüber machen? Wie geht man so ein fettes Event an? Was sind die ersten Steps? Wann fängt man mit der Planung an? Und wie ihr seht, sind wir jetzt schon mehr als ein Jahr vor der Zeit, um jetzt die DNX Global in Lissabon im wahrscheinlich so September 2017 zu planen. Vielleicht gehen wir auch so Mitte August oder Mitte September, aber irgendwo so Spätsommer wird dann die DNX in Lissabon stattfinden. Wir fangen jetzt schon an, die ersten Speaker anzufragen, zu überlegen, wie kann das Programm aussehen, was für Workshops könnten wir geben, welche Themen wollen wir covern, machen wir einen Mastermind-Day oder machen wir einen Workshop-Day, und gerade auch, in welche Locations gehen wir. Und genau deshalb waren wir dann letzte Woche in Lissabon und von Montag bis Freitag hatten wir, glaube ich, richtig krass, richtig viele Termine. Ich glaube, 20 Termine oder so, ungelogen. Wir waren irgendwie jeden Tag 4-5 Mal an verschiedenen Orten, sind die ganze Zeit mit Uber gefahren oder zu Fuß. Das meiste kann man auch zu fußläufig begehen. Und da will ich euch mal so ein bisschen mitnehmen in meine Welt, was so letzte Woche passiert ist. Also ich glaube, Montag früh, der erste Termin war mit der Susanna von der LX Factory. Und der LX Factory ist so ein richtig geiles, altes Fabrikgelände, ziemlich unkonventionell, so ein bisschen wie das RAW-Gelände in Berlin, wer das kennt. Und die LX Factory, die beherbergt so verschiedene stylische Boutiquen, kleine Shops, aber auch so als erste Coworking Space in Lissabon, das Cowork Lisboa, da komme ich gleich noch drauf, und hat auch eine ziemlich coole große Event Location. Das einzige Ding war, die ist ziemlich überdimensioniert, ich glaube so ungefähr für 1000 Leute. Das denke ich nicht, dass wir das schaffen, so viele Leute dahin zu holen. Aber es ist möglich, den Raum quasi zu splitten.
Das Ding ist nur, das ist ein komplett nackter leerer Raum. Das heißt, wir müssen noch dann zusätzlich für Catering bezahlen. Wir müssen für die Stage bezahlen, wir müssen für die Technik bezahlen, für die Audiotechnik, für die Beschallung, für die Mikros, für Security, für die Reinigung. Das kommt dann halt alles noch oben zu, weil das extra angeliefert werden und aufgebaut werden muss. Und meistens muss man dann auch noch einen halben Abbautag und einen halben Aufbautag dazu bezahlen, plus den Tag von dem Main Event selber. Da ist zum Beispiel auf der anderen Seite immer eine Überlegung, wie wir es in Berlin schon öfters gemacht haben, in Location zu gehen, wo schon ein entsprechendes Setup steht. Wie beispielsweise im Babylon Theater, wo wir waren. Die haben natürlich schon eine fette Stage, die haben schon einen Beamer, die haben eine Leinwand, die haben fette Boxen, die haben Audiosystem, die haben Mikros. Da kann man sich ja quasi dann einmieten und dann das bestehende Equipment anmieten, so wie wir es auch im Heimathafen gemacht haben, müssen aber trotzdem dann meistens noch ein paar Sachen dazu buchen, wenn man irgendwie noch einen besseren, stärkeren Klicker haben will, der noch länger funktioniert, wenn man noch eigenes WLAN anliefern will, wenn man noch einen Monitor auf der Bühne haben will für die Speaker, dass sie dann die Vorschau von ihren Slides sehen. Oder was gibt's noch alles? Letztes Mal bei der deutschen DNX im Mai hat man richtig, richtig viel Technik aufgefahren, aber es hat sich auch total gelohnt. Da hat man auch das erste Mal Backstage hinter der Bühne quasi so einen eigenen Technikbereich mit zig Monitoren und das ganze Audiosystem haben, also das alles so hinter die Bühne geholt und nicht so, wie es am Anfang mal war, in dem Raum selber. Und von daher war das irgendwie noch eine gelungenere Veranstaltung als vorher. Aber das Ganze kostet natürlich auch immer Kohle. Und die Kohle, die braucht man erstmal, die muss man erstmal einnehmen, um das Geld dann investieren zu können. Ganz am Anfang, unser allererstes DNX-Event war im Beta-Haus, total lean, nach dem Lean-Startup-Approach. Und haben dann nach und nach irgendwann gesagt, okay, wir buchen noch eine kleine Bühne dazu. Dann wurde die zusammengezimmert. Ah, wir nehmen jetzt noch ein Mikro dazu. Dann haben wir ein Mikro dazu genommen. Haben also ganz einfach und simpel einfach in so einem großen Workshop oder Meetingraum angefangen. Und dann mit steigender Besucherzahl, mit steigendem Erfolg, steigenden Einnahmen konnten wir dann das Geld auch wieder refinanzieren in ein noch geileres Event. So, back nach Lissabon. Wir waren in der LX Factory, haben uns das angeguckt. Das könnte was sein. Wie gesagt, ist eine nackte Halle, aber ziemlich, ziemlich cool, weil es mega hohe Decken hat. Das könnte es werden. Dann was war noch? Montagabend waren wir dann in Lissabon auf einen auf Networking-Event eingeladen. Ich muss mal eben meinen Kalender checken, ne? Wir haben noch mehr gemacht. Okay, also erstmal haben wir dann, genau, noch Cowork Lisboa haben wir uns angeschaut. Das erste Coworking Space ever in Lissabon. Da wäre es vielleicht möglich gewesen, Workshops zu machen. Allerdings sind die Räume nicht groß genug. Also für die Workshops lassen wir immer 3-4 Slots parallel laufen und haben dann so 30, 40, 50, 60 Leute bei den beliebtesten Workshops in einem Raum. Und das kann Cowork Lisboa nicht covern. Aber nichtsdestotrotz war es cool, da mal gesessen zu haben, gearbeitet zu haben. Wir waren mega produktiv. Und irgendwie bin ich immer produktiver, wenn ich an anderen Orten bin, sei es nur in anderen Coworking Space. Nachmittags haben wir dann den Peter getroffen vom Surf Office zusammen mit seiner Freundin Hanna. War der gerade in Lissabon, ist jetzt aber auf dem Weg, oder ist jetzt gerade, glaube ich, schon wieder in Gran Canaria. Und das war natürlich auch cool aufzucatchen. Und mittlerweile ist es so eine Community, also wenn ich nach Berlin komme, klar habe ich hier auch noch viele Kumpels und viele Freunde, aber wenn ich unterwegs bin, treffe ich fast noch mehr Gleichgesinnte und noch mehr Leute, mit denen ich schon gemeinsam irgendwas erlebt habe in dieser Co-Living, Co-Working, Digital Nomad Szene. Das war natürlich richtig geil, Peter dann wieder zu treffen. Haben ein bisschen geschnackt, haben uns danach aber in der Woche auch nochmal getroffen und sind zusammen Abendessen gegangen. Abends wurden wir dann eingeladen auf ein Networking-Event von Remootier. Und Remootier ist auch ein krasses, krasses US-Projekt. Die Amis denken ja immer ein bisschen überdimensionierter als wir. Und die schicken 75 Leute gleichzeitig on Tour als eine Gruppe und organisieren für diese Leute dann die Accommodations, die Coworking Spaces und die Flüge. Und ich glaube, das kostet 2.000 Euro pro Monat plus, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube 10.000 Euro Onboarding-Fee oder so. Und das sind 75 Leute, die haben mega, mega viele Applications, also Bewerbungen. Ich glaube, über 10.000 Bewerbungen. Die Amis gehen richtig crazy, haben aber auch viele andere Internationals in ihren Gruppen und haben gerade parallel, müsst ihr euch mal wegtun, 4 Gruppen gleichzeitig traveln um die Welt. Und eine Gruppe vom Remote Year, die war gerade in Lissabon, hatte abends ein Event, haben uns eingeladen. Ein bisschen zu kurzfristig, um uns dann noch drauf vorzubereiten, sonst hätten wir da noch eine Rede gehalten oder einen Talk. Das hat sich erst am Tag ergeben, dass wir gecheckt haben, dass wir da sind und die da sind, weil wir uns endlich mal mit dem Founder, mit dem Greg Kaplan treffen wollten. Und da hat es geklappt, mit dem haben wir vorher geskypt. Also ist auch wieder ein gutes Beispiel, wie gut und eng und global diese Connections geworden sind, auch wenn man an anderen Orten ist. Und wir haben das erste Mal letztes Jahr im
Oktober oder November mit dem Greg geskypt. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir im Airbnb in Bangkok. Und jetzt hat's geklappt, habe ihn das erste Mal live gesehen. Super geiler, netter Typ mit mega Verantwortung für so viele Leute. Und wir wollen auf jeden Fall noch mehr zusammen machen, wollen gucken, ob die Truppe auch nächstes Jahr nach Lissabon dann kommt, wenn wir das Event machen. Oder vielleicht sogar nach Buenos Aires. Das ist unser erstes spanischsprachige DNX-Konferenz. Dazu erzähle ich euch mal an anderer Stelle, aber mehr. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Remote Year, richtig krasses Projekt. War gut, mit den Leuten mal zu connecten, war cool, den Greg kennenzulernen, weil, darum machen wir auch so gerne die Events, nichts ersetzt irgendwie so den direkten Kontakt oder den direkten Blick in die Augen. Dann ging's weiter. Wen haben wir noch getroffen? Neben dem Peter haben wir dann noch den Sergio getroffen. Das ist ein guter Kumpel, der auch auf der DNX Global in Berlin am Start war, der eine digitale Nomaden-Community in Portugal gerade aufbaut. Und so langsam werden da auch die Medien auf ihn aufmerksam. Der war jetzt in der großen Talkshow im Fernsehen und hatte dann abends in Lissabon ein Radio-Interview. Und wir haben uns dann nachmittags getroffen bei einem Veganer und haben so die neuesten Infos ausgetauscht, haben ihm noch ein paar Tipps gegeben für das Radio-Interview, was er auf jeden Fall erwähnen soll, wie er sich verhalten soll und so, aber der macht das schon ganz cool, ist echt ein geiler Typ. Und Sergio ist auch bei unserem Camp in Brasilien mit dabei im November, da freue ich mich schon mega drauf. Und neben Sergio haben wir auch mit der Tijana connected, die hat ja letztes Jahr das Camp in Jerry mit uns zusammen gemacht, hat auch schon einen Talk auf der DNX-Bühne bei der Globe im letzten Jahr gegeben und die lebt beispielsweise jetzt 3 oder 4 Monate, glaube ich, im Jahr, im Sommer in Lissabon. Also Lissabon ist echt eine geile Stadt und wäre vielleicht auch eine Option für Feli und mich, wenn wir überlegt, irgendwie unsere Homebase vielleicht von Berlin dann nach Lissabon zu verlegen. Und neben TJ lebt da zum Beispiel auch Natalie Sisson in Lissabon, auch eine sehr bekannte Speakerin, die auf der Globe schon 2-mal getalkt hat, die jetzt aber gerade in den Tagen, wo wir da waren, in Surf Kurs irgendwo gemacht hat an der Küste, mit der konnten wir uns da nicht treffen, aber Lissabon wird halt immer fetter so als DJ Nomad Hotspot, man trifft immer mehr Leute, ja. Montagabend auf dem Networking-Event haben wir noch Jimmy von Minal getroffen, Minal ist auch ein geiles DJ Nomad Projekt, die haben den ersten Backpack oder Carry-On für DJ Nomads gemacht, wir reisen nur noch mit den Minals durch die Welt und Jimmy, der Founder, stand auf einmal da und er so, hä, Markus, ich so, Jimmy, bist du's? Er so, ja, wie krass, und das letzte Mal haben wir uns dann in Berlin letzten Sommer bei der Global gesehen und ja, ihr merkt, ich könnte jeden Tag so den Lifestyle abfeiern, wie geil das ist, du bist irgendwo in der Welt unterwegs und triffst immer wieder nur coole Leute und Gleichgesinnte, die man irgendwo in einem anderen DJ Nomad Hotspot vorher schon getroffen hat. Ja, weiter geht's. Wir waren dann im Hotel Florida. Das ist auch eine Empfehlung vom Dan gewesen. Ein geiles Intro. Haben uns dann mit dem David getroffen. Und die haben regelmäßig einmal im Monat so ein Startup-Networking-Event auf der Terrasse. Und die sieht richtig, richtig geil aus. Und da haben wir überlegt, ob wir so ein Pre-Event oder irgend so ein Gemeinschafts-Event mit einem von unseren Partnern machen. So wie in Bangkok beispielsweise, wie wir mit Nomad Base das Pre-Event vor dem eigentlichen Main-Event gemacht haben und da haben wir die Location ausgecheckt, das ist richtig, richtig geil, das ist auch kein typisches Hotel, eigentlich hassen wir Hotels irgendwie so mit Teppich und langen Vorhängen und so, das ist voll nicht unser Style, darum wird es eine DNX auch nie in so einem Hotelraum oder so geben, so wie andere Konferenzen, wir sind da doch ein bisschen unkonventioneller unterwegs und von daher hat das Hotel, das ist cool, das hat Charme, es hat gut gepasst und vielleicht machen wir da sogar auch die Workshops unten. Also die haben verschiedene Räume, wir müssen mal gucken, wie wir das modular zusammensetzen können, aber es sieht gut aus und ich glaube, es macht schon was her. Irgendwie ist das auf jeden Fall auch in der engen Auswahl. Ja, und was da so passiert, also man macht ein Intro, man erzählt, was man überhaupt vorhat, wo man Hilfe braucht, wie viele Leute erwartet werden und was man dann genau braucht. Dann sagt man Workshop-Räume, 4 Stück von 30 bis 50 Leuten, wir brauchen Catering, wir brauchen Wasser, wir brauchen Tee, wir brauchen Kaffee, wir brauchen vielleicht mittags noch ein Catering, können wir das extern anliefern lassen, habt ihr Dienstleister, mit denen ihr exklusiv zusammenarbeitet, könnt ihr es vielleicht sogar in-house abbilden, was sind das für Preise, könnt ihr uns Kontingente geben, dann bei dem Hotel mal gefragt, ob die vielleicht ein Partnerhotel werden wollen, dass wir so die Leute dann vorher auch schon an einem Ort versammeln, wenn die nach Lissabon kommen. Und das haben wir alles bequatscht und das war echt sehr cool und fruchtbar. Dann waren wir bei Dorm, beim José, das ist der hat so eine Apartment, quasi so ein Apartmentblock, aber auch ein richtig cool mit einer geilen Dachterrasse, coolen Service-Apartments, super Standard. Und da haben wir zum Beispiel überlegt, ob wir so ein Co-Living-Pop-Up machen, zusammen mit Rome oder mit einem anderen Partner. Müssen wir mal gucken, bei den Camps partnern wir jetzt auch schon mit den ersten Unternehmen. Und da vielleicht so 2 Wochen vor dem Event und 2 Wochen nach dem Event oder 3 Wochen vorher und eine danach. Müssen wir mal gucken, irgendwie so
weiß nicht, in meinem Kopf habe ich so 4 bis 6 Wochen Co-Living mit Leuten, die dann wirklich intensiv zusammenleben wollen, die dann auch Masterminds machen, eigene Workshops und dann so als Highlight irgendwie so die fette DNX-Konferenz. Die Partner sind richtig, richtig nice und da müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Dann haben wir noch die Mariana, die Founderin vom Underground Village getroffen. Underground Village ist auch ein weiterer Coworking-Space hinter der LX Factory. Und da wollten wir mal sehen, haben die vielleicht Workshop-Räume? Hatten sie nicht, aber die haben richtig geile Container, also total unkonventionell. Und da finden wohl richtig coole, coole, geile Partys statt. Von daher ist Mariana, glaube ich, unser Ansprechpartner für die fette Party danach. Aber Party haben die alle gesagt, wäre kein Problem, kann man immer überall machen. Da muss man auch nicht so früh dran sein. Aber wenn wir einmal da waren, haben wir uns das alles angeguckt. Die ist auch super, super nett und super lieb gewesen. Haben uns dann noch mit Fernando getroffen, endlich, der ist super viel beschäftigt und der ist der Betreiber von dem ersten Coworking Space überhaupt in Lissabon, also mega geil connected, hat auch immer viele andere Projekte am Start, darum war es schwer, sich mit Fernando zu treffen. Letztes Jahr haben wir schon mal versucht, hat nicht ganz geklappt, weil er da auch unterwegs war. Dieses Jahr hat es endlich geklappt und ja, also bestätigt sich, was alle sagen, geiler, geiler Typ. Und das Coole ist irgendwie so, die Leute, die richtig was drauf haben auf dem Kasten, die richtig fett sind, die ganzen Founder von so coolen Businesses bei uns in der Szene, die sind so bodenständig und lieb und nett, kannst du dir gar nicht vorstellen. Er sagt auch, wo kann ich euch helfen? Was kann ich für euch tun? Wollt ihr in meinen Space? Könnt ihr alles machen, nutzen? Könnt ihr arbeiten? Könnt ihr einen Event-Space haben? Macht uns wahrscheinlich noch ein Intro zur City Hall, also quasi zum, was heißt City Hall auf Deutsch, irgendwie Bürger, ja, so Regierungen, Kommunale, Kommune, schlag mich tot. Da ist wohl immer ganz gut, dass man so ein Permit kriegt, so ein Approval, um dann auch damit so auf Sponsoren zugehen zu können und sagt, man hat ein Approval von der City Hall, macht uns also da Intros, vielleicht sogar auch ein paar Intros zu fetten Sponsoren. Geiler Typ, richtig, richtig nett, geiles Meeting gewesen. Nächsten Tag haben wir uns getroffen mit Frederico und der ist verantwortlich für auch ein geiles neues Projekt, das heißt Second Home. Ich glaube, die gibt's schon in London und die bauen jetzt quasi oder machen bauen gerade um einen Coworking Space in Lissabon in so einem fetten Food Market, aber alles auch modern und stylisch und das sieht auch cool aus. Also es sieht richtig richtig gut aus. Und nur leider haben die wahrscheinlich keinen Platz für die Workshops, aber vielleicht können wir da irgendwie so ein Pre-Event machen. Oder irgendein Deal mit denen, dass unsere Leute quasi bei denen coworken können. Das wollen wir auch mit Cowork Lisboa und mit Underground Village machen, also dass unsere Leute so mehrere Optionen haben. Und der war so engagiert, dass er uns dann direkt mit rübergenommen hat, noch zu einer anderen Location, ETIC heißt die. Das ist so eine Creative School, die mehrere Räume hat. Das könnte was sein für die Workshops. Da sind wir auch in Kontakt mit, schlag mich tot, irgendwo habe ich es aufgeschrieben, Manuel oder so. Auch guter Termin gewesen. Und ja, last but not least haben wir noch Nuno getroffen von Lisbonair. Ist auch so ein Co-Living-Projekt. Da sind aber meistens Studenten drin. Aber der hat auch mega geile Kontakte, weil er einer der Top-Families quasi in Lisbon ist. Er hat viele Ideen gehabt, was wir alles machen können. Machen da vielleicht auch so ein Co-Living-Angebot. Und das war auch ein Intro vom Dane. Also echt geil, geil, geil. Hat sich total gelohnt, dass wir da waren. Wir waren danach auch richtig fertig und am Ende. Aber ja, es hat sich total gelohnt. Ich gucke mal, ob wir noch was hatten, wahrscheinlich. Aber ja, Lisbon ist cool. Ich habe voll Bock auf die Global nächstes Jahr im Sommer. Es gibt viele junge Menschen, kreative Menschen, internationales Publikum, ist total unkonventionell. Es fühlt sich so an wie Berlin vor 5 oder 10 Jahren, als es noch nicht so verseucht und überhyped, overhyped war und so stuck wie jetzt. So irgendwie ist ja fast nicht mehr cool, in Berlin zu sein, weil viele neue Leute dazugekommen sind, die irgendwie ein bisschen anders ticken, wie zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo die Schwaben mittlerweile nur noch unter sich sind. Und die anderen kreativen Leute haben sich jetzt so ein bisschen Richtung Kreuzberg verzogen. Da kommen aber jetzt auch immer wieder andere Leute rein. Darum sind jetzt wieder so die Szene hat sich nach Neukölln oder nach Friedrichshain verlagert. Also man, die moven die ganze Zeit. Und in Lissabon ist aber so, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein geiler, geiler Vibe in der Stadt und jeder hilft dem anderen. Das ist eine geile Aufbruchsstimmung, gerade weil die Portugiesen ja jetzt auch Europameister geworden sind, waren die Leute einfach mega, mega happy. Das hast du so auf den Straßen erlebt, die ganzen Locals. Und die waren super inviting und die waren super supportive. Die freuen sich total, dass zum Beispiel der Web Summit jetzt nach Lissabon kommt. Das ist auch eine fette, fette Online-Konferenz.
Die kommt im November das erste Mal nach Lissabon, haben, glaube ich, einen Vertrag über 3 Jahre oder so, habe ich gehört. Und feiern auch unser Event total ab und freuen sich total, dass so die Nomad-Szene, dass wir die DNX nach Lissabon bringen. Und von daher war es eine geile Zeit in Lissabon. Eine Sache habe ich noch gehabt. Es gibt noch ein Cinema, São George oder so. Da finden meistens so Filmfestivals statt, aber auch eine Konferenz, Coworking Europe-Konferenz war da letztes Jahr. Das könnte auch was sein. Sind 700 Plätze, können ein bisschen zu fett sein. Und die Akustik, habe ich gehört, ist da eher nicht so auf Talks ausgelegt, sondern halt auf Movies. Da sind wir auch in Touch. Finden auf jeden Fall geile Sachen, denke ich mal, und schustern dann ein geiles Programm zusammen, so dass die DNX 2017 in Lissabon das geilste Event ever wird. Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt mal so einen Eindruck gegeben, was alles ansteht, wenn man so ein Event plant in der Größenordnung. Daneben laufen im Hintergrund ja auch noch zig andere Sachen, aber das war jetzt so quasi so so auf der Rolle, auf der Straße, so live in the streets, da geht's dann um dieses Location Scouting, was natürlich auch total viel Bock macht, weil man immer wieder neue Locations sieht und neue Ideen bekommt, gerade auch dann so beim Besichtigen von den Locations. Auf der anderen Seite schlaucht das natürlich auch richtig viel, wenn du so viel Termine in so kurzer Zeit reinknallst. Aber mir macht's Bock, ich bin belastbar und habe jetzt mein Notizbuch voll mit neuen Ideen, Kontakten und muss morgen mal quasi die Nachbereitung machen, die ganzen Leute angehen, was wir da alles festgehalten haben, verschriftlichen und dann weiter an der DNX in Lissabon planen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn du Bock hast, in die Community zu kommen, dann komm doch auf dnxcommunity.de. Da sind alle Leute auch vom Lifehacks-Podcast vereint. Ich bin in der Community. Du kannst kostenlos reinkommen. Wir sind für alle da. Und ansonsten freue ich mich mega über die ganzen Bewertungen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 204, 214, irgendwie so. Also kommen immer weiter welche rein. Ihr seid einfach die Geilsten. Ich habe jetzt eine Dankefolge gemacht. Ich nehme direkt die nächste auf. Hier habe ich endlich wieder richtig gutes Internet. Und der Wind flattert hier nicht am Zelt. Von daher nutze ich das jetzt mal aus, um vielleicht mal ein bisschen mein Backup aufzuräumen. Aber wenn die alle so lange werden wie diese, jetzt 22 Minuten, dann dauert es halt ziemlich lange. Aber meistens habe ich so viel zu erzählen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out, dein Markus. Jo Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzem Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com/MeurerMarkus. Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.